Wir reden heute, inshallah, über das Benehmen, welches empfohlen ist. Und wir als Gläubige, wir möchten die Stufen erreichen. Wir möchten noch mehr. Wir möchten uns nicht einfach nur auf die Pflicht stützen, ja, indem wir sagen, ja, wir haben ja die Pflicht, ja, wir haben ja gefastet jetzt, wir haben ja die Pflicht vollzogen. Nein, wir möchten noch mehr. Wir möchten die Stufen erreichen der Tugendhaften. Wir möchten noch mehr Lohn. Weil, wie ich immer sage, wir haben zu viele Sünden und zu wenig gute Taten. Und deswegen bemühen wir uns bei den freiwilligen Taten. Wenn dich jemand fragt, warum machst du so viele freiwillige Taten, Bruder? Warum sagst du ihm, Bruder, ich habe zu viele Sünden und zu wenige Taten. Und deswegen, und deswegen versuche ich, so viele freiwillige Taten zu praktizieren wie möglich. Die freiwilligen Taten sind im Allgemeinen Dinge, die die Pflichten verbessern und stärken. Und die Fehler, die man bei der Pflicht tut, ja, die Fehler, die man bei den Pflichten vollzieht, werden durch die guten Taten, durch die freiwilligen Taten aufgehoben. Und deswegen, das Erste, wonach der Mensch am jüngsten Tag gefragt wird, ist was? Ist das Gebet. Wenn es richtig ist, sind alle Taten richtig. Und wenn es falsch ist, sind alle Taten falsch. Das Pflichtgebet. Dann gibt es eine Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln sagen wird, schaut bei meinem Diener, ob er freiwillige Taten hat, wenn die Gebete schlecht sind. Ja, freiwillige Gebete hat. Deswegen, die freiwilligen Gebete also sind eine Vervollständigung der Pflichtgebete und genauso allgemein bei den Taten. Die freiwilligen Taten vervollständigen die Pflichten. Die freiwilligen Taten stärken die Pflichten. Die freiwilligen Taten heben die Fehler auf, die man praktiziert bei den freiwilligen Taten. Wie zum Beispiel jetzt beim Fasten. Wie viele Fehler machen wir beim Fasten? Wie viele Sünden praktizieren wir, während wir fasten? Wir sündigen und sündigen und sündigen. Ob es jetzt große Sünden sind oder kleine Sünden sind. Und deswegen durch die freiwilligen Taten, die wir halt begehen beim Fasten, heben wir diese Sünden auf. Ja? Und wir stärken das Fasten. Wir machen es stabil. Und Allah subhanahu wa ta'ala belohnt uns noch mehr. Die erste Sache, die wir erwähnen, bei den freiwilligen Taten, bei dem Benehmen des Fastenden, ist As-Suhur. Das heißt, diese Nahrung, dieses Essen, dieses Trinken, was wir zu uns nehmen, nachts vor dem Fajr-Gebet. Ja? Und warum wurde es As-Suhur genannt? Es kommt vom Wort As-Sahar. Und As-Sahar bedeutet Nacht. Auf Arabisch, ja? Ist ein anderes Wort für Nacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Er sagt, praktiziert den Suhur, denn im Suhur gibt es Segen. Und bei Muslim überliefert, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Unterschied zwischen unserem Fasten und dem Fasten von den Leuten der Schrift, das heißt Juden und Christen, ist Aklatus Sahar. Das heißt, das Essen in der Nacht, Suhur. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, also wird überliefert, dass er sallallahu alaihi wasallam den Suhur gemacht hat, auch wenn es nur mit einigen Schlücken Wasser gewesen ist. Ja? Dass man auf jeden Fall diese Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert. Weil in einem authentischen Hadith bei Bukhari Muslim überliefert, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Afwan, das ist Futur. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie ich eben gesagt habe, der Suhur enthält Segen. Das heißt, er enthält Segen für das Fasten, er enthält Segen für den Körper, er enthält Segen im Lohn. Das heißt, damit wird das Fasten noch mehr belohnt, indem man den Suhur praktiziert. Und wenn man den Suhur praktiziert, dann soll man die Absicht haben, dass man den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert. Weil es ist ein Befehl. Er sagt Tasaharu. Ja? Praktiziert den Suhur. Es ist eine Befehlsform des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ist es eine Befehlsform, die nicht auf eine Pflicht hindeutet. Ja? Beziehungsweise es ist
Im Grunde ist es keine Pflicht, es ist empfohlenswert. Aber es ist ein Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn man es zuhur praktiziert, dann übt man sozusagen den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus, und so muss auch die Absicht sein. Man soll die Absicht haben, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, weil damit wird dieser Suhur, also dieses Essen, dieses Trinken, überhaupt Ibadah. Weil wenn man das einfach nur so aus Gewohnheit macht, Allahu a'lam, ob das überhaupt als Ibadah angesehen wird. Ja, deswegen spielt die Absicht immer wieder eine starke und große Rolle, dass man die Absicht hat, ja, diese Ibadah zu praktizieren, diese Sunnah zu praktizieren. Natürlich kann man auch die Absicht haben, dass man durch den Suhur Kraft hat beim Fasten. Das ist auch kein Problem. Und die Sunna nochmal, ja, die Sunna bei dem Suhur ist, dass man den Suhur verspätet. Nicht, dass man um 3 Uhr nachts aufsteht, obwohl Fajr erst um 20 vor 4 ist zum Beispiel, ja. Und dann steht man um 3 Uhr auf und dann isst man und trinkt man und dann Schluss. Und dann wartet man bis Adhan Fajr. Das ist nicht von der Sunna. Von der Sunna ist es, zu der Sunna gehört es, dass du normal aufstehst und dass du isst und trinkst bis zum Adhan, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Er sagt, isst und trinkt. Isst und trinkt. Isst und trinkt, bis der Fajr klar wird. Das heißt, bis zum Fajr. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, auch zu den Sahaba gesagt, bei Bukhari überliefert, er sagt, isst und trinkt, bis Ibn Maktum den Adhan spricht. Ja? Denn Ibn Maktum hat damals, die Sahaba hatten halt zwei Leute, die den Adhan gemacht haben. Einmal Bilal radiallahu anhu. Wenn er den Adhan ertönt hat, wenn er den Adhan gesprochen hat, dann war das ein Zeichen dafür, dass die Leute aufstehen und essen und trinken. Und dann gab es den zweiten Adhan. Das war der Adhan von Ibn Maktum. Als er den Adhan gesprochen hat, war das ein Zeichen für Al-Fajr. Das heißt, bis dahin dürfen sie nicht mehr essen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Kulu wa shrabu hatta yu'adhina Ibn Maktum. Ja? فإنه sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم لا يؤذن حتى يطلع الفجر. Das heißt, Maktum, wenn er den Adhan gesprochen hat, dann war das die Zeit von Al-Fajr. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dann zu den Benehmensregeln gehört, dass man den Futur so schnell wie möglich macht. Wie ich eben gesagt habe, heute leider das Gegenteil. Ja? Wir machen den Suhur so schnell wie möglich und Iftar machen wir so spät wie möglich. Ja? Erst wenn der Muadzin den Adhan macht und dann gucken wir und na, machen wir. Oder die Frauen auch. Das ist auch ein Fehler bei den Frauen. Ja? Sie legt erstmal das Essen hin und dann guckt sie und da und dann irgendwann mal bricht sie das Fasten. Und das ist nicht von der Sunna. Von der Sunna ist, dass jeder das Fasten bricht. Und Fastenbrechen heißt nicht, dass man sich hinsetzt und isst und trinkt. Und nein, Fastenbrechen heißt einfach, dass man einen Schluck Wasser zu sich nimmt oder eine Dattel isst, sodass man nicht mehr fastend ist. Das ist damit gemeint. Damit ist gemeint, dass man das Fasten bricht, dass man ja, einen Schluck trinkt zum Beispiel. Oder eine Dattel zu sich nimmt. Und dann kann man halt die Dinge ausüben, die man halt ausüben muss, wie zum Beispiel das Gebet oder für die Frau, dass sie dann halt das Essen hinlegt oder so und so weiter. Ja, auf jeden Fall, die Sunna ist, dass man das Fasten so schnell wie möglich bricht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Die Leute, die Muslime, bleiben im Guten, sind im Guten, auf dem guten Weg, auf dem rechtschaffenen Weg, solange sie den Fitr, also das Fastenbrechen, beschleunigen. Das heißt, für uns
Sobald wir sehen, okay, da steht jetzt 21.40 Uhr, ja, oder 21.41 Uhr, Adhan, in dieser Minute breche ich das Fasten, ja? Wie zum Beispiel dieses Video, was im Umlauf ist, von diesem, siehst du so ein Video, da ist so einer, der hat so, ich weiß nicht, was der, so ein Dattel, glaube ich, ne, hat der, im Mund, und dann guckt er so auf die Uhr, tick, 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 und dann zack, ah, und dann isst er direkt, ja, bricht das Fasten sofort. Ja, nee, damit ist gemeint, dass wir, sobald wir den Adhan, also hier hören wir den Adhan nicht. In den islamischen Ländern ist es wieder anders. In islamischen Ländern hörst du den Adhan, dann brichst du das Fasten und dann gehst du zur Moschee, betest mit der Jama'a und dann gehst du wieder zurück und isst. Aber hier hören wir keinen Adhan, deswegen achten wir auf die Uhr. Wenn da steht 21.41 Uhr, dann breche ich genau um 21.41 Uhr das Fasten. Nicht um 21.43 Uhr, 45 Uhr, dann sage ich, egal, kein Problem, ist doch alles das Gleiche. Nein, um diese Uhrzeit genau brechen wir das Fasten, damit wir die Sunna des Propheten Muhammad SAW praktizieren. Dann zu den freiwilligen Taten beim Fasten gehört, dass man im Allgemeinen Dua macht, dass man viel Dua macht. Es gibt einige Ahadith, die überliefert werden, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das Bittgebet des Fastenden nicht abgelehnt wird. Einige Gelehrte haben diese Hadith für schwach erklärt und einige haben sie für authentisch erklärt. Aber für uns wichtig, dass wir beim Fasten allgemein viel Dua machen. Ja? Sehr viel Dua machen. Weil wenn man die Hadith zusammenfasst, ja, und die Hadith, manchmal unterstützen sie sich gegenseitig, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es gut ist und empfohlen ist, beim Fasten, ja, den, die Dua zu sprechen. Das heißt, dass man sehr viel Dua macht, während man fastet. Das ist auch eine der freiwilligen Taten. Zu den freiwilligen Taten beim Fasten gehört, dass man viel Koran liest und viel Dhikr macht. Und viel Dua macht, wie wir eben gesagt haben, und viel betet, also freiwilliges Gebet, und dass man auch viel spendet. Denn es wird überliefert bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der großzügigste Mensch gewesen ist. Und am großzügigsten war er sallallahu alaihi wasallam im Monat Ramadan, als ihn Jibril getroffen hat, damit er mit ihm zusammen den Koran lernt. Also Jibril alayhi salatu wassalam hat Muhammad sallallahu alayhi wasallam immer wieder getroffen, damit er ihm den Koran beibringt. Ja? Aber im Monat Ramadan hat er ihn jede Nacht getroffen, damit er ihm den Koran beibringt. Das heißt für uns, dass der Monat Ramadan der Monat des Koran ist. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Scharu Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramadan ist dieser Monat, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Und deswegen finden wir immer Ramadan, Koran. Diese beiden Namen finden wir immer zusammen. Was uns zeigt, dass wir uns mit dem Koran beschäftigen müssen im Monat Ramadan. So viel wie es geht. So gut wie es geht. Warum lesen wir kein Koran im Monat Ramadan? Obwohl der Monat Ramadan der Monat ist, wo der Koran herabgesandt worden ist. Komplett herabgesandt worden. Ja? Von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt zu Darul Izzah. Ja? Zum Haus der Ehre. Wurde der Koran komplett herabgesandt in einem. Beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde er natürlich, wie ihr wisst, ja, um Vers für Vers, manchmal Sure um Sure, wurde er herabgesandt. Aber komplett wurde er herabgesandt, wann? Im Monat Ramadan. Und so gibt es auch ein Hadith, authentisch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Schriften im Monat Ramadan herabgesandt hat. Das heißt, die Tora, das Evangelium, die Psalmen, die Schriften, all die heiligen Schriften wurden immer wieder im Monat Ramadan herabgesandt.
Und deswegen ist dieser Monat der Monat des Koran. Was können wir tun? Wir können den Koran normal lesen, auf Arabisch am besten. Wenn nicht, dann zumindest auf Deutsch, dass wir wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Wir können uns mit dem Tafsir beschäftigen, also mit der Erklärung des Koran. Wir können uns mit den Wissenschaften des Koran beschäftigen, Ulum al-Koran. Also das heißt, Verse, die abrogiert sind, Verse, die abrogieren. Ja, die Geschichte des Koran auch, dass wir das auch lernen im Monat Ramadan. Dass wir uns die Geschichten anschauen im Koran, die Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam, die Geschichte von Nuh alayhi salatu wassalam, die Geschichte von Isa alayhi salatu wassalam, die Geschichte von Ibrahim alayhi salatu wassalam, vom Koran halt. Dass wir uns damit beschäftigen. Und dass wir uns auch natürlich mit dem Dhikr beschäftigen, weil warum fasten wir? Eines der Weisheiten hinter dem Fasten ist, dass das Herz frei wird. Ja, wenn man wenig isst und wenig trinkt, dann bringt das das Herz dazu, ja, frei zu sein. Und man entlastet damit das Herz. Man entlastet damit den Körper und den Geist. Ja, indem man das Essen und das Trinken unterlässt. So, die Weisheit dahinter ist, dass man das Herz frei lässt für den Dhikr. Dass man das Herz frei lässt für die Erwähnung Allahs. Dass man das Herz frei lässt, um über die Himmel und die Erden und die Erschaffung nachzudenken. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Wahrlich, in der Erschaffung von Himmel und Erde, ja, und im Wechsel von Nacht und Tag gibt es Zeichen für die Ulul al-Bab, für die Leute, die Verstand besitzen, für die Gläubigen, für die Rechtschaffenen. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, sei es im Stehen, sei es im Sitzen, sei es im Liegen. Und so muss der Fastende sein. Manchmal packt uns die Müdigkeit. Ja? Man ist so müde und kaputt, weil man auch vielleicht die Nacht durchgemacht hat oder so. Dann liegt man halt. Darf man im Liegen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen? Natürlich. Es gibt Geschwister, die fragen, darf ich während ich liege Koran hören? Darf ich während ich schlafe Koran hören? Darf ich zum Schlafen gehen Koran hören? Natürlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Allah erwähnen, während sie stehen, während sie sitzen, während sie liegen. Das heißt, es ist kein Problem, wenn du müde bist, ja, zum Beispiel über den Tag, du hast frei, du bist gerade zu Hause und irgendwann mal packt dich so diese Müdigkeit, du hast nichts gegessen, nichts getrunken, es ist warm, die Nacht hast du im Beten verbracht und du warst wach und du warst mit den Freunden, mit der Familie und so weiter, ja, wie wir das halt machen. Und auf einmal merkst du, du wirst müde, schlapp und du legst dich hin. Wo ist das Problem, dass du dann während dem Liegen Dhikr machst? Astaghfirullah sagst zum Beispiel. Oder den Salawat ala Nabi sallallahu sagst. Segenswünsche auf den Propheten Muhammad sallallahu. Oder Subhanallah sagst. Oder Allahu Akbar sagst. Oder La ilaha illallah sagst. Wo ist das Problem? Es gibt kein Problem. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das sind Leute, die Allah erwähnen, während sie stehen, während sie sitzen, während sie liegen. Wo ist das Problem, dass wir während der Autofahrt Allah erwähnen? Warum machen wir das nicht? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Warum machen wir das nicht? Während wir auf der Arbeit sind, warum machen wir keinen Dhikr? Kein Problem, kann man machen. Ja, entweder Koran rezitieren oder Subhanallah sagen oder La ilaha illallah sagen oder Allahu Akbar sagen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, sie erwähnen Allah im Stehen, im Sitzen, im Liegen, ja, und sie überlegen, und sie denken nach über
die Schöpfung. Sie denken nach über die Schöpfung. Sie schauen sich ein Tier an. Sie schauen sich eine Pflanze an. Sie schauen sich die Berge an. Sie schauen sich das Meer an. Sie schauen sich das Ozean an. Sie schauen sich die Länder an. Sie schauen sich die Menschen an. Sie schauen sich an, ja, wie der Körper funktioniert, wenn man fastet. Und sie sehen, dass heute Nicht-Muslime, Wissenschaftler bestätigen, dass das Fasten gesund ist. Und das lässt sie dazu, ja, das bringt sie dazu, zu sagen, Subhanak, ja Allah, ja, Lob sei dir, gepriesen bist du, der Dank sei dir, der Lob sei dir, Subhanak, faqina adab an-nar. Lob sei dir, frei bist du von allen Fehlern und von allen Makeln. Schütze uns vor dem Höllenfeuer. Schütze uns vor der Strafe des Feuers. Und so muss der Fastende sein. Ja, der Fastende muss Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Der Fastende soll sich mit der Erwähnung beschäftigen. Der Fastende soll sich mit dem Erinnern beschäftigen. Und damit kriegst du Kraft. Damit bekommst du Kraft beim Fasten. Aber wenn du die ganze Zeit nur vor der Konsole hängst, vor dem Handy hängst, vor dem Fernseher hängst, dann wirst du keine Kraft bekommen. Im Gegenteil, du wirst nur noch Schwäche bekommen. Weil, womit fasten wir als erstes? Wir fasten als erstes womit? Dattel. Ha? Dattel. Nein, womit fasten wir? Mit unserem Magen? Davor. Davor, ja, Absicht, aha, wo sitzt die Absicht? Dass wir sie fasten erst einmal mit dem Herzen, bevor wir mit dem Magen fasten. Wie fastet das Herz? Verzicht. Ah, es verzichtet das Herz, ne? Auf was? Ist das Herz? Trinkt das Herz? Sachen, die das Herz normalerweise liegt, beziehungsweise schlecht, also auch manchmal der Nest und so. Das heißt, das Herz fastet vor den Begierden, vor der Lust, vor der Shahawat, Shubuhat, zweifelhaften Dinge. Das Herz fastet, indem es sich zurückhält vor dem Neid, vor dem Groll, vor der Liebe zur Sünde. All diese Dinge, damit fastet das Herz. Vor der Liebe zur Dunya. Es kann nicht sein, dass du nichts isst und nichts trinkst und dein Herz hängt immer noch an der Dunya. Und dein Herz liebt immer noch die Sünden. Dann hast du nicht wirklich gefastet. Du musst zuerst einmal mit deinem Herzen fasten. Und wenn das Herz nicht fastet, dann wird zwar der Magen fasten, aber der Körper wird nicht fasten. Die Seele wird nicht fasten. Weil wir fasten mit dem Herzen und mit dem Körper. Mit dem Magen sowieso, aber auch mit dem Körper, mit den Augen, mit den Ohren, mit den Händen. Na, Jawari. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Er sagt, wenn ich den Gläubigen liebe, so bin ich sein Sehen, was er sieht. Sein Hören, was er sieht. Was er hört. Sein Sehen, was er sieht. Sein Hören, was er hört. Seine Hand, mit der er greift. Und sein Fuß, mit dem er geht. Jetzt fragt man sich, hä? Allah ist mein Sehen? Allah ist mein Ohren? Allah ist... Nein, a'udhu billah. Damit ist gemeint, dass Allah dein Sehen schützt. Deine Ohren schützt. Deine Hände schützt. Und deine Füße schützt. Dein Körper dafür schützt, zu sündigen. Weil was schützt... Was... Yani, wenn man sagt, okay, wie... Schütze ich mich vor der Sünde? Ganz einfach, durch den Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht schützt, dann wirst du sündigen. Aber wenn Allah dich schützt vor der Sünde, dann wirst du nicht sündigen. Und deswegen schützen wir uns vor den Sünden. Beim Fasten, indem wir erst einmal mit dem Herzen fasten. Denn das Herz ist der König. Und die Jawarih, die Körperglieder sind Untertanen des Herzens, sind Untertanen des Königs. Wenn das Herz
diese Untertanen, diese Körperglieder befehligt, dann hören sie. Und wenn er sie nicht befehligt und sich nicht um sie kümmert, dann hören sie nicht. Deswegen, wenn du mit dem Herzen fastest, dann werden auch deine Körperglieder fasten. Das heißt, deine Augen werden fasten vor dem Haram. Deine Ohren werden fasten vor dem Haram. Deine Hände werden fasten vor dem Haram. Deine Füße werden fasten vor dem Haram. Und es geht sogar so weit, dass du dich abends nach dem Fasten so verhältst wie vor dem Fasten. Also vor dem Fastenbrechen. Ja? Weil manche denken, dass sie mit dem Fastenbrechen Freischein bekommen für Sündigen. Ja? Sobald er die Dattel zu sich nimmt, trinkt, nicht mal beten tut er. Und danach, zack, 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 geht er zur Shisha-Bar. Ja, und hängt da die ganze Zeit ab. Die Leute beten Taraweeh, machen Dua, machen Istighfar, machen gute Taten. Und er hängt in der Shisha-Bar bis zum Fajr. Und dann heißt es, warte mal, ist Fajr schon? Nee, noch nicht. 2 Minuten, 3 Minuten kannst du noch an der Pipe ziehen. Ja, kannst du noch rauchen. Warum verhalten sich diese Leute so? Weil sie nicht mit dem Herzen fasten. Weil sie nicht mit dem Herzen fasten. Derjenige, der mit dem Herzen fastet, glaubt mir, sein Körper wird mitfasten. Seine Augen werden fasten. Seine Ohren werden fasten. Alles an ihm wird fasten. Zu den Benehmensregeln beim Fasten, meine lieben Geschwister im Islam, gehört, dass man die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala schätzt. Welche Gaben sind es? Essen, Trinken und Beischlaf. Ja? Wenn du den Menschen Essen gibst, genug zu essen gibst, genug zu trinken gibst, ja, die Möglichkeit gibt es, Beischlaf auszuüben, dann geht es ihm gut. Ja, dann hält er seine Klappe. Und so ist das in unserer Situation, hier in dieser Konsumgesellschaft. Deswegen heißt sie Konsumgesellschaft. Man sagt, ja, warum reden die nicht, warum machen wir nichts, warum stehen wir nicht auf und warum machen wir nichts? Ganz einfach, weil die Leute einfach genug essen, genug trinken und genug Beischlaf haben. Gib den Leuten genug Essen, genug trinken, genug Beischlaf und gib ihm ein bisschen Spaß und gib ihm ein bisschen zu spielen und dann kannst du Gesetze ändern, Gesetze erlassen, kannst du machen, was du willst. Und so ist das in unserer Zeit, in unserer Konsumgesellschaft. Nicht nur hier, auch in den islamischen Ländern, genauso. Ja, in Saudi-Arabien gibt es jetzt viele Dinge, die geändert werden, oder? Zum Negativen. Ja? Sehr, sehr viele Dinge werden jetzt dort geändert. Aber die Leute sind still. Die meisten. Warum? Weil sie genug essen, genug trinken und genug Beischlaf haben. Ja? Und deswegen ist das Fasten dafür da, damit man über diese Ni'ma nachdenkt. Weil diese Ni'ma kann Allah subhanahu wa ta'ala auch wegnehmen. So wie er sie gegeben hat, kann er sie wegnehmen. Es wird vielleicht ein Tag kommen, wo du nichts zu essen hast. Wo du um dein Brot kämpfen musst. Es wird vielleicht der Tag kommen, wo es hier beim Aldi, ja, wo die Leute stehen müssen, der Schlange stehen müssen wegen Milch. Oder wegen Wasser. Oder wegen Brot. Diese Zeit wird kommen. Die Zeit wird kommen. Ja, das ist die Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die Menschen haben nie so lange im Reichtum gelebt, so lange gut gelebt, wie wir jetzt gerade leben. Das gab es noch nie. Ja, das gab es noch nie. Jede 20, 30 Jahre gab es irgendwas. Ja, Hungersnot, Plage, Epidemie, irgendwas. Aber jetzt momentan geht es uns blendend. Es geht uns super. Und der Gläubige aber, während er fastet, denkt er über diese Ni'ma nach, über diese Gabe. Schau mal, es gibt Leute, ja, die haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Selbst im Ramadan stehen sie Schlange für Reis, für 1 Kilo Reis, für 1 Kilo Brot, für 1 Liter Wasser, für 1 Kilo Datteln. Und wir beim Fastenbrechen, subhanallah, siehst du, manche möge Allah uns und sie recht halten, die Mutter kocht und sie
strengt sich an und den ganzen Tag ist sie nur in der Küche. Und dann legt sie alles hin und dann sagt sie, nee, das esse ich nicht. Nee, das trinke ich nicht. Oh, nee, das esse ich. Ach, hast du das gekocht? Ah, warum? Ja, nee, dann esse ich halt nicht. Dann gehe ich draußen essen. A'udhu billah. Warum all dies? Weil wir nicht dieses Essen schätzen. Natürlich, es kann gut sein, dass es eine Essenssorte gibt, die du vielleicht nicht magst, die ich vielleicht nicht mag. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert uns, manchmal, wenn er ein Essen nicht gemacht hat, war er still. Hat er gegessen und dann hat er nicht mehr gegessen, da war er still gewesen. Er hat das Essen nicht kritisiert. Aber wir, wa'iyadu billah, heute, wir kritisieren das Essen, wir schimpfen sogar mit der Mutter, streiten mit der Mutter. Warum hast du das gemacht? Du weißt, ich esse das nicht, du weißt, ich mag das nicht. Und diskutieren und streiten uns während dem Fastenbrechen. Wa'iyadu billah. Manche Familien, subhanallah, während dem Fastenbrechen streiten sie. Während dem Fastenbrechen gibt es Palaver. Während dem Fastenbrechen gibt es Beleidigungen und Streit und subhanallah al-Azim. Deswegen, der Fastende, wenn er fastet, denkt er über diese Gaben nach. Er denkt darüber nach, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Erfolg gegeben hat und ihm die Erleichterung gegeben hat, überhaupt zu essen und zu trinken. Oder genug zu essen und genug zu trinken. Wobei es tausende, Millionen von Menschen gibt auf dieser Erde, die nichts zu essen haben und nichts zu trinken haben. Sogar während dem Fasten. Ja, ihr kennt die Geschichte von der Schwester in Somalien. Ja, sie hat einen Sheikh angerufen. Salamu alaikum wa alaikum salam. Sagt sie, Sheikh, ich habe eine Frage bezüglich dem Fasten. Sagt er, Tfadali, Bismillah, kein Problem. Da fragt sie ihn, wie ist es, wenn man das Fasten brechen will, aber nichts zu essen, nichts zu trinken hat? Wird das Fasten angenommen? Und Spala, der Sheikh, fing an zu weinen und hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Und wir beschweren uns. Und manchmal, ja, die Frauen auch, Spala, möge Allah uns und sie recht leiten, ja, sind die ganze nur am Kochen, den ganzen Tag, 24 Stunden fast. Nur am Kochen, nur am Kochen, nur am Kochen, nur am Kochen. Wo ist Dhikr? Kein Dhikr. Wo ist Tilawat Quran? Quran rezitieren? Kein Quran rezitieren. Und da siehst du auf Facebook und Instagram und... Warte, stopp, noch nicht essen, warte. Selfie. Ja? Und dann, wie viel wird von dem Essen gegessen? 20%, 30%. Der Rest, ab in den Müll. Hauptsache, man kocht für Instagram und Facebook und WhatsApp. Status. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, ich mein. Es gibt Leute, wie ich gesagt habe, ja, die haben nicht mal Essen, womit sie das Fasten möchten. Deswegen, die Brüder hier, die Verheirateten unter euch, ermahnt eure Frauen. Ermahnt eure Mütter. Ermahnt eure Schwestern. Sagt denen, Jazakumullahu khairan, Barakallahu fikun, das ist gut, was ihr macht, aber macht ein bisschen weniger. Wir dürfen nicht verschwenderisch sein. Ja, was bringt uns das, wenn wir hier den Tisch voll haben und dann essen wir nur 20-30% davon. Ja? Letztens habe ich ein Video gesehen, total verrückt. Ja? In einem der Golfstaaten, wahrscheinlich in Saudi-Arabien, weil manche von denen sind wirklich verrückt. Ja? Beim Iftar haben die so einen Tisch, der dreht sich so. Ja? Und die sind zu dritt, glaube ich, oder zu viert. Ja? Und der Tisch ist für 100 Mann. Und dann essen sie ein bisschen so hier und da und da und dann, Alhamdulillah, Allahumma barik, probieren. Wa'iyadu billah. Es gab einen Bruder, der hat ein Restaurant, auch in den Golfstaaten, ja, also zum Iftar kommen halt viele Leute zu ihm. Dann hat er mal angefangen, so Fotos zu machen beim Iftar, was die Leute so essen und wie viel die Leute an Essen übrig lassen. Achi, wallahi, du traust deinen Augen nicht. Du siehst einen Tisch voll mit allen Essenssorten und dann siehst du Essen, die hier und da und da und fertig. Und das war's. Ist klar, der Magen verengt sich. Ja, während dem Fasten verengt sich der Magen. Es ist normal, dass du nicht viel essen und trinken kannst während dem Iftar. Das ist normal. Deswegen die Marokkaner, was machen die? Während dem Fastenbrechen, ja, essen sie ein bisschen Brot, ein bisschen Tee und dann zum Tarawih-Gebet. Und nach dem Tarawih-Gebet nehmen die alles auseinander. Ja? Danach essen. Ja, warum? Weil das ist logisch auch. Das ist schlau. Weil... Also während dem Iftar, wenn du zu viel isst, du belastest deinen Magen, subhanallah.
Das ist ungesund, wenn du zu viel isst beim Iftar. Wenn du, boah, pff, ja? Und dann bist du während dem Tarawih nur am Pusten. Pff, ja. Pff, pff, ja, wie so ein Drache. Ja, vor allen Dingen, wenn du Harira getrunken hast. Ja, merkt der eine neben dir so, wie so warme Luft so rauskommt. So, pff, ja, und der guckt so, woher kommt die warme Luft? Ist die Klimaanlage kaputt oder was? Ja, ja, das ist dein Kollege, der zu viel Harira getrunken hat. Ja. Deswegen, während dem Iftar, ja, denken wir über die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala nach. Ja? Denken wir über die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala nach. Und natürlich, eine der Weisheiten hinter dem Fasten ist natürlich, dass wir uns so fühlen wie die Armen. Es ist kein Grund fürs Fasten. Aufgepasst, weil manche werden gefragt, warum fastet ihr Muslime? Und dann sagt er, ja, damit wir uns so fühlen wie die Armen. Ja? Nein, das ist kein Grund. Wenn dich jemand fragt, warum fastet ihr Muslime, was ist die Antwort? Weil Allah es befohlen hat. Warum isst ihr kein Schweinefleisch? Weil Allah es verboten hat. Warum betet ihr? Weil Allah es geboten hat. Warum tragen die Männer Bart? Weil Allah es geboten hat. Warum tragen die Frauen Hijab? Weil Allah es geboten hat. Punkt, aus, Ende. Du fragst dich nach dem Grund? Das ist der Grund. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn jemand nach den Weisheiten fragt, dann okay. Manche Weisheiten kennen wir, die können wir erwähnen. Manche Weisheiten erkennen wir nicht, die liegen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eines der Weisheiten hinter dem Fasten ist natürlich, damit wir uns so fühlen wie die Armen. Gar kein Problem. Ja, deswegen, dieser Hunger, ja, der Durst, den wir verspüren, und das ist auch... Manche Brüder, wie ich oft sage, manche Brüder, da siehst du Brüder, die diskutieren über den Suhur. Was soll man am besten zum Suhur nehmen, damit man keinen Hunger hat und keinen Durst hat? Bananen, Äpfel, Mandarinen, nein, Mandeln, nein, Nüsse, nein, das, nein, das. Eines der Gründe, ja, hinter dem Fasten ist, dass wir hungern und dursten. Eines der Weisheiten davon, nicht der Gründe. Eines der Weisheiten hinter dem Fasten ist, dass wir hungern und dursten für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir ein bisschen leiden für Allah. Was bringt das, wenn ich, ja, ich stehe zum Suhur auf, esse ein bisschen, und dann schlafe ich bis 4, 5 Uhr, da stehe ich ein bisschen auf, zocke ein bisschen Playstation, und dann gucke ich auf die Uhr, und dann merke ich so Hunger, Durst, und dann gehe ich wieder schlafen. Bis kurz vor Iftar und dann werde ich aufgeweckt und dann, Bismillah, kein Problem. Oh, Alhamdulillah. Und wie war das? Ah, dieser Monat Ramadan war voll leicht. Dieser Monat Ramadan war total leicht, Alhamdulillah. Allahumma, ah, mashallah, Allah malik alhamdulillah. Yani, subhanallah. Deswegen, man soll hungern, man soll dursten, man soll für Allah leiden. Damit man ein bisschen, ja, spürt, wie es den Leuten geht, die nicht zu essen haben. So wie du dich fühlst gerade. Ja? Allah alle, wann stehen wir auf? Wir schlafen meistens jetzt am Wochenende, schlafen wir bis 11, 12 Uhr. Dann stehen wir auf. Okay, zählt jetzt mit mir, ja? Sagen wir mal, du fastest jetzt ganz genau ab 12 Uhr. Okay, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr. Okay, um 15 Uhr legst du dich ein bisschen hin nochmal. Ja, eine Stunde. 17 Uhr, 4 Stunden. 18 Uhr, 19 Uhr. Ja, 20 Uhr, 21 Uhr 30. Ja, sagen wir mal, wie viele haben wir? 8,5 Stunden, richtig? Ja. Okay. Jetzt der Arme, wie lange fastet er? Vielleicht sogar 24 Stunden. Den ganzen Tag nichts zu essen und nichts zu trinken. Du hast nur 8,5 Stunden, Achi. 8,5 Stunden von 24 Stunden. Ich stell dir mal vor, du müsstest 10 Stunden fasten, 12 Stunden fasten, 15 Stunden fasten. Yani, subhanallah. Deswegen, es gehört dazu, dass wir hungern und dass wir dursten und dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala aufopfern. Dass wir diesen Magen ein bisschen... Die Muslime damals, die Sahaba, die haben ihre Leben geopfert, für Allah subhanahu wa ta'ala, ihr Vermögen geopfert, ihr Hab und Gut geopfert. Und heute, manche Muslime,
können nicht mal ihren Magen opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Für ein paar Stunden. Ja, es gibt viele, die fasten nicht. Es gibt sehr viele Muslime, die fasten nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und sie recht leiten. Fragst du, Bruder, warum fastest du nicht? Ja, Bruder, ich habe Kopfschmerzen. Bruder, warum fastest du nicht? Ich habe Magenschmerzen. Ja, normal hast du Magenschmerzen, wenn du nichts isst und nichts trinkst. Das ist normal, dass es ein bisschen weh tut. Warum fastest du nicht? Ja, ich habe hab Prüfung. Führerschein. Fahrprüfung. Warum fastest du nicht? Ich habe Mathearbeit. Ich habe Deutscharbeit. Ich habe das. Allahu musta'an. Einer der Gelehrten sagte, meine lieben Geschwister im Islam, Rajab al-Hanbali, rahimahullah, er sagt, die Fastenden unterteilen sich in zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind Leute, die ihr Essen, ihr Trinken, ihre Lust für Allah unterlassen und dabei auf die Alternative hoffen. Und die Alternative dafür ist was? Dazu ist Al-Jannah. Allahu Akbar. Schau mal, was das für Fastende sind. Gläubige, Rechtschaffene. Er fastet, unterlässt das Essen, er unterlässt das Trinken. Warum? Weil er möchte das Paradies haben dafür. Er möchte im Paradies essen. Er möchte im Paradies trinken. Er möchte seine Lust, seine Begierden im Paradies stillen. Das möchte er und deswegen fastet er. Ja, er hofft mit diesem Fasten auf das Paradies. Und allgemein muss das sein. Warum unterlässt du die Sünden? Warum hast du keine Freundin? Warum gehst du nicht zur Party? Warum rauchst du nicht? Warum kiffst du nicht? Warum trinkst du nicht? Alkohol ist doch alles cool, oder? Warum hörst du keine Musik? Die Antwort muss sein, weil ich im Paradies Party machen möchte. Weil ich im Paradies Musik hören möchte. Weil ich im Paradies Alkohol trinken möchte. Weil ich im Paradies leben möchte und feiern möchte. Weil dieses diesseitige Leben ist vergänglich, Achi. Diejenigen, die geheiratet haben. Ja? Wo ist der Tag, an dem du geheiratet hast? Ja? Schön Party, schön Feier, alles gut. Ja? Dann die Hochzeitsnacht dazu, dann die Flitterwochen. Und jetzt? Alles vorbei. Wo sind die Tage? Weg. Wo ist das Essen, was du gestern gegessen hast, vorgestern gegessen hast? Wo ist der Urlaub, den du erlebt hast? Wo sind die schönen Zeiten? Wo ist die Jugend? Wo? Alles weg, vergänglich. Und deswegen das Paradies unendlich, nicht vergänglich. Deine Einstellung muss sein, ich möchte im Paradies feiern. Ich möchte Musik hören im Paradies. Weil die Musik im Paradies ist nicht wie hier, wo du nur ein paar Töne hast. Ja, A, B, C, D, 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 D und dann Stopp. Im Paradies gibt es Töne, die es hier gar nicht gibt. Ja? Ja, Achi, im Paradies ist alles, was Allah, was das Herz begehrt. Ja? Du wolltest schon immer Tupac treffen. Ja? Du wolltest ihn schon immer treffen, mit ihm sitzen, alles. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Möglichkeit, ja, einen Menschen zu erschaffen, ja, Tupac zu erschaffen und ins Paradies zu setzen mit dir. Zack, dann sitzt er mit dir. Ja? Der Tupac, der richtige Tupac, Allah alam, wenn er als Kafir gestorben ist, ist er in der Hölle. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erschafft für dich alleine diesen Menschen. Ja? Damit du einfach mit dem sitzt, mit dem chillst und boah, krass und so. Und dann rappt er vor dir und so, extra für dich. Das war's. Du wolltest schon immer auf der Party sein, die es gar nicht gibt. Ja? Unendliche Party. Ja? Hier die Party, wie lange geht die? Von Einlass 10 Uhr. Und um 6 Uhr, ja, 6 Uhr morgens machen die Türsteher die Türen auf und dann wird das Licht angemacht und dann kommt die Putzfrau. Und dann, ja, vorbei, ja, tschüss, raus, bitte alle raus. Aber im Paradies nicht. Im Paradies ist die Party vielleicht 40.000 Jahre lang, 50.000 Jahre lang, 200.000 Jahre lang. Stell dir mal vor, eine Party, ich sag dir, ey, hast du Bock zur Party zu fahren? Welche? Ja, die eine, wo 200.000 Jahre lang geht. 200.000 Jahre. Ja? Und dann hörst du irgendwelche Töne so, die hast du noch nie hier gehört. Ja? Hier, wenn du irgendeinen Song hörst von so einem Rap und denkst, boah, krass. Was ist das für ein Beat? Was ist das für eine Stimme? Boah, krass.
Und dann nach 2, 3, 5, 10, 15 Mal hören, ach, das ist doch alt, der ist doch voll alt, der Song. Ach, der ist doch von letztes Jahr, von davor das Jahr, von 5 Jahren, ist doch alt, ist doch altmodisch. Schnee von gestern. Aber im Paradies nicht, Achi. Im Paradies, Bruder, gibt es ein anderes Gefühl. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Da wird der Genuss immer mehr. Die Party, die wird immer besser. Hier nicht. Hier fängt sie gut an. Und sobald die Leute ein bisschen Intus haben, fängt die erste Schlägerei an, die zweite, die dritte, die fünfte, die sechste. Und irgendwann mal nach der siebten Schlägerei hast du keine Lust mehr. Ja, die Stimmung geht so und dann runter. Ja, dann siehst du den einen Betrunkenen, den anderen und hier und da und im Paradies nicht. Im Paradies fängt die Party so an und hört nicht mehr auf und geht bis nach oben. Bis nach oben, bis zum Unendlichen. Subhanallah, was für ein Genuss, was für eine Gabe, was für ein Erfolg hat derjenige, der ins Paradies eintritt. Und deswegen, diese Leute, diese Art von Fastenden, sie fasten, unterlassen das Essen, das Trinken. Warum? Weil sie das Paradies haben wollen. Sie wollen im Paradies essen und trinken. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wenn man einen Handel mit ihm treibt, ja, wenn man einen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala eingeht, indem man sagt, ja Allah, ich unterlasse das Essen, das Trinken, obwohl es mir lieb ist, und ich unterlasse den Beischlaf mit meiner Frau, obwohl es mir lieb ist, für das Paradies, ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der sein Versprechen einhält, ja oder nein? 100%. 100%, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, derjenige, der diesen Handel mit Allah eingeht, Allah wird diesen Handel auch durchführen, subhanahu wa ta'ala. Und dann gibt es eine andere Art, und damit schließe ich ab, und das sind diejenigen, die von der Dunya ablassen. Das heißt, sie fasten wegen der Dunya. Und das ist die höchste Stufe überhaupt. Es sind Leute, sie fasten nicht nur wegen dem Essen, dem Trinken und so weiter, sondern sie fasten wegen der Dunya, indem sie die Dunya unterlassen, während sie fasten. Tijara legt er erstmal ein bisschen auf Eis. Arbeit nimmt er sich Urlaub. Warum? Weil er sagt, im Monat Ramadan möchte ich mich mit Allah befassen. Möchte ich mich mit dem Koran befassen. Ja? Shoppen, durch die Stadt gehen, dies, das, während dem Fasten? Tabu. Warum? Weil er möchte diese Dunya, ja, nicht in sein Herzen reinbringen, während er fastet. Deswegen unterlässt er das. Playsy zocken, am Laptop sitzen, am Handy sitzen, alles auf Seite. Warum? Weil es ist alles Dunya. Und deswegen fastet er nicht nur wegen dem Essen und dem Trinken und dem Beischlaf, nein, er fastet sogar wegen der Dunya, wegen dem diesseitigen Leben. Und dieserjenige, wann ist sein Eid, sein Bayram? Wann ist sein Eid? Im Diesseits oder im Jenseits? Im Jenseits. Subhanallah. Wir freuen uns. Wann ist Eid? Wann ist Eid, Bruder? Wann ist Eid? Wurde der Mond gesichert? Wurde er nicht? Wann ist Eid? Oh, super. Allahu Akbar. Man freut sich, wenn man morgens den ersten Schluck machen kann. Oh, das erste Brötchen essen kann. Oh, ja? Und man denkt so, boah, endlich Eid. Aber diese Leute, die Freunde, die begnügen sich nicht mit dem Eid im Diesseits. Nein, das ist nicht genug für sie. Die begnügen sich erst mit dem Eid am jüngsten Tag. Wenn ihnen gesagt wird, ja, ayyuhas sa'imun, oh ihr Fastenden, geht hinein durch das Tor namens Ar-Rayyan. Das Tor der Fastenden. Und in dieses Tor dürfen nur diejenigen betreten, die wirklich in wahrhaftiger Art und Weise gefastet haben. Fasten tun alle, aber es gibt eine Gruppe von Gläubigen, die richtig fasten. Und das sind diese Leute. Und das sind diese Leute. Diesen Leuten wird gesagt, geht hinein durch das Tor Ar-Rayyan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Leuten machen. Amen.
Und derjenige, wie gesagt, der diese Benehmensregeln einhält, was habe ich gesagt am Anfang? Er wird Kraft haben zu fasten. Er wird Power bekommen, Energie. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm eine Energie geben, von der er niemals geträumt hat. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen, uns vergeben, uns recht leiten. Hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.